Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Dubbelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bricklig, spritzig und frisch. So lieben viele von uns Sekt, Prosecco, Champagner und Cremant. In der Pfalz wird ja nicht nur Schorle getrunken, deshalb tauchen wir heute erstmalig ein in die Welt der sogenannten Schaumweine. Und wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Schreieck vom Weingut Schreieck in St. Martin Lust hatte, uns zu empfangen. Und wir dürfen bei ihm in seiner schönen Vinothek im Zentrum des Ortes probieren. Einen Cremant, Pfälzerart und eine versektete Scheurebe. Super spannend, wir hatten richtig viel Spaß und hatten auch einen Special Guest dabei, einen Rheinpfalz-Reporter, der Lust hat, den Dubbelcast zu begleiten. Alles in allem hatten wir einen sehr spannenden Tag und Wolfgang säpelte für uns sogar, sabrierte eine Cremant-Flasche im Vinotel-Garten. Davon dann sicher mehr bei Social Media. Aber heute erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen an alle Dubbelcast-Hörer da draußen zur heutigen Folge vom Dubbelcast. Franzi und ich sind heute in St. Martin, bekannt für seine Fachwerkhäuser, schmalen Gässchen und urige Winzerhöfe. In einem dieser sind wir heute. Weingut Schreieck. Neben mir sitzt schon Wolfgang Schreieck, der Kellermeister von Weingut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hi Wolfgang. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Lass mal ein bisschen was besprechen über St. Martin, unser Weingut, die Weinberge und über Schaumweine und im Speziellen natürlich, was wir so in unserem Haus an prickelnden und perlenden zu bieten haben. Gerne. Es ist Ende August und die Weinlese steht ja schon kurz bevor oder hat ja schon fast begonnen. Nimm uns doch mal gedanklich mit in euren Weinberg. Wie sieht es denn gerade aus dort? Ja, im Weinberg ist jetzt alles in voller Pracht. Man sieht alles, wenn man übers Meer schaut, wirklich alles in einem strahlenden Grün. Trotz der langen Trockenheit haben die Weinberge noch richtig Kraft und Vitalität mit ihren tiefen Wurzeln. Zurzeit ist es so, dass wir eher noch kleine Feinheiten machen. Die großen Arbeiten vom Frühsommer, Laubarbeiten, sind alle abgeschlossen. Jetzt reifen die Trauben, kriegen ihre ganzen Aromen, auch ihre Süße. Und alles, was rein muss in die Traube, produziert jetzt gerade die Rebe. Jetzt ist tatsächlich so ein kleiner, ich will nicht sagen Ruhe vor dem Sturm, weil hoffentlich kommt kein Sturm, sondern eine richtig tolle Ernte mit genau dem Ergebnis, auf das man ein ganzes Jahr hingearbeitet hat. Wie ich gesehen habe, hast du auf deiner Flasche Dosage Zero stehen. Genau. Vielleicht kannst du uns an deinem Cremant nochmal erklären, wie Sekt oder Schaumwein allgemein produziert wird. Ja. Also von der Traube draußen im Feld bis hin zum Gläschen hier bei uns in der Hand. Genau. Wie alles beim Wein soll es kein Zufall sein. Man plant im Prinzip schon draußen im Weinberg, welche Trauben für später für den Sekt, für den Cremant sein sollen. Und haben da viele, viele Vorgaben. Das eine ist die optimale Reife. Das heißt, beim Sekt will man nicht unbedingt ganz Vollreife oder sogar ins Überreife gehende Traube, weil dann Alkoholgehalt so hoch wird, weil die Aromatik sich verändert. Es darf aber auch aus meiner Sicht nicht zu früh geerntet werden. Schon hat man unreife Noten, Sekt, der sehr schnell altert und auch einfach Aromaten hat, die unangenehm sind. Und da den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist jedes Jahr natürlich eine neue Herausforderung. Und dann geht es natürlich weiter im Keller, im Ausbau. Dann verläuft es zunächst ähnlich wie beim Wein. Die Trauben werden gepresst, der Most wird, also der junge Saft, wird vergoren.
Man hat zunächst einen Stillwein. Und diesem Stillwein wird dann nochmal Süße und Hefe nochmal zugesetzt. Das nennt man Tirage-Likör. Das Ganze führt dann im Prinzip in der Flasche nochmal zu einer zweiten Gärung. Und bei dieser Gärung entsteht ja ganz natürlich aus dem Zucker der Traube, verstoffwechselt die Hefe dann zu Alkohol und CO2, also zu Kohlensäure. Bei der normalen Gärung im Tank entweicht sie einfach in die Umgebung. Da es hier auf der Flasche passiert und die Flasche verschlossen ist, löst sich das Ganze und bildet die Perlen. Haben wir natürlich das Problem, wir haben die Hefe in der Flasche, wollen ja aber später ein klares Produkt haben. Also müssen wir die Hefe nochmal aufwendig entfernen. Dazu werden die Flaschen degauchiert. Und vor das Degauchieren heißt im Prinzip das Entfernen der Hefe. Und um die Hefe zu entfernen, muss sie erst in den Flaschenhals. Das heißt, die Flasche wird gerüttelt, immer weiter steiler aufgestellt, dass die Hefe langsam nach vorne in den Flaschenhals wandert. Und dann wird die Flasche kurz geöffnet, dass die Hefe rausfliegt praktisch durch den Druck, der sich gebildet hat. Die Flasche wird wieder auf Niveau aufgefüllt, dass sie die 57 ml wieder hat. Und dann wird sie final verschlossen. Dann diese Holzbretter, ne? Wo diese Flaschen im Kopf nach unten genau stehen und die Winzer rütteln dann fühlen da so ran und rütteln. Das sieht ja auch für uns Außenstehende wirklich wie große Kunst aus. Ja, ist es auch tatsächlich. Die Holzbretter heißen Rüttelpulte. Mhm. Die Flaschen werden aufgesteckt, nennt man das, werden dann auch gerüttelt nach einem bestimmten System, das sich einfach rausgestellt hat. Sind verschiedene Drehbewegungen, 1 bis 2 Mal am Tag, teilweise nur ein Achtel oder ein Viertel Drehung. Dann wieder ein paar Grad steiler. Man ist da nicht den ganzen Tag mit dem Geodreieck unterwegs und mit dem Winkelmesser, sondern macht es tatsächlich dann aus dem Gefühl heraus. Das ist auch einfach eine Kunst, die man erlernen kann und muss, die auch Teil der Ausbildung ist und speziell dann nochmal, wenn man sich mit der Sektbereitung eben beschäftigt. Wann die beginnt ungefähr die Lese bei euch? Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt dann Anfang September wird die Lese von den ersten Sektgrundweinen beginnen. Dann auch frühe Rebsorten für uns, Müller-Thurgau, aber auch der Sauvignon Blanc, der von seiner Aromatik her immer so ein bisschen noch an grüne Aromatik, grüne Paprika, ein bisschen frisch geschnittenes Gras erinnert. Wenn er zu reif wird, der Sauvignon Blanc, verliert er diese Aromen. Deswegen ist der Erntezeitpunkt auch sehr, sehr wichtig und auch eher eine der frühesten Sorten. Das heißt, da legen wir jetzt den Fokus auf die Weinberge. Wie weit sind die? Wann ist da der richtige Lesezeitpunkt, um zu ernten? Wolfgang, wir haben entdeckt, dass ihr zahlreiche Prämierungen für eure Weine und vor allem für eure Schaumweine bekommen habt. Deshalb sind wir hier. Besonders hervorzuheben ist ja die Auszeichnung hervorragender Sekt beim Deutschen Sektpreis 2020 und zwar für einen Cremant d'Osage Serrault. Wir haben das gesehen und dachten, was ist eigentlich ein Cremant d'Osage Serrault? Und er wird beschrieben als in der Stilistik eines Champagners mit Pfälzer Prägung und mit der Handschrift des Kellermeisters Wolfgang. Und ein Champagnerstil mit Pfälzer Prägung, was können wir uns darunter vorstellen? Ja, wir haben mittlerweile doch einen großen Fokus auf unsere Sekte allgemein oder im Weingesetz als Schaumweine beschrieben. Das ist ein sehr großes Feld eigentlich an verschiedenen Produkten, die unter diese Kategorie fallen. Und das hat sich einfach auch zu einer gewissen Leidenschaft von mir entwickelt. Zunächst ganz klassisch für unsere Region Winzersekte herzustellen. Aus Rebsort ganz klassisch natürlich den Riesling, aber auch was eher etwas Fruchtbetonteres, die Scheurebe. Und da haben wir eine unheimliche Entwicklung gehabt, auch von unseren Kunden, von unserem Verkauf. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es dann noch weiterentwickeln. Was gibt es noch alles im Bereich Schaumwein, Sekt? Wir wollten da einfach noch eine Ergänzung und ich habe selbst so die Stilistik von Champagnern, die sich ja zu einem klassischen Winzersekt, der ja eher frisch-fruchtig ist,
Auch wenn er im trockenen oder Brütbereich ist, im Vergleich zu einem Champagner, der eher doch eher oxidativ, also ein bisschen mit mehr Sauerstoffeinfluss und so weiter spielt, auch mit einer gewissen Cremigkeit, die auch mal oftmals über diese Brioche-Note beschrieben wird. Und habe gesagt, das ist eigentlich auch eine interessante Stilistik. Wollte aber natürlich nicht eins zu eins jetzt einfach einen Champagner kopieren, indem ich jetzt nur, den Pinot Meunier, also den Schwarzriesling, den Pinot Noir, den Spätburgunder und den Chardonnay als klassische Champagner-Cuvée-Rebsorten verwende. Sondern habe dann gesagt, okay, wir wollen eine eigene Interpretation, lassen uns aber inspirieren im Prinzip von der Stilistik der Champagner. Ich habe mich dann entschieden, das als eine der sehr bekannten Rebsorten auch für die Pfalz, der Grauburgunder sehr gut passen würde, aber auch als Ergänzung der Chardonnay, weil er eine sehr, sehr kernige, stabile Säure auch mitbringt, und als Abrundung des Spätburgunders, also auch der Pinot Noir, den dann ganz hell gekeltert als Blanc de Noir, diese drei Rebsorten als Cuvée auszubauen und zu sagen, okay, das ist so unsere drei Rebsorten, die wir in den Cremant bringen und damit den Grundstein legen. Super spannend. Das heißt, ihr habt ein französisches Produkt pfälzisch interpretiert und somit die deutsch-französische Freundschaft ein bisschen gestärkt. Ja, das schon. Es hat natürlich schon einen frankophilen Einfluss. Wie gesagt, ohne Kopie zu sein, was ganz eigenständig ist, aber eine Vorbildfunktion, das ist eher ein Lob an die Champagne wie eine Kopie. Wolfgang, ich habe letztens gehört, die Deutschen trinken Sekt wie nie. Also so viel Sekt und Schaumwein wie in Deutschland gekauft und getrunken wird, so viele Geburtstage gibt es gar nicht. Das ist richtig. Wir sind tatsächlich Weltmeister im Sekt- und Schaumweintrinken. Ah, tatsächlich. Okay. In keinem anderen Land der Welt wird so viel Sekt und Schaumwein getrunken wie in Deutschland. Sowohl in absoluten Zahlen wie auch pro Kopf gesehen. Wobei es pro Kopf immer noch für meine Verhältnisse wenig ist. Sind tatsächlich 4 Flaschen pro Person und Jahr. Okay. Das kommt mir gar nicht so viel vor. Mir auch nicht. Das ist tatsächlich gar nicht so viel, aber in anderen Ländern ist es anscheinend noch deutlich weniger. Ah, okay. Natürlich muss man berücksichtigen, es gibt auch Menschen, die den Sekt noch nicht entdeckt haben. Oder die vielleicht tatsächlich nur das relativ einfache Produkt aus dem Supermarkt kennen für einen sehr, sehr billigen Preis. Der macht vielleicht auch nicht so viel Spaß, dass man mehr als 4 Flaschen trinkt. Um den Schnitt etwas zu heben, habe ich mal zu dieser Cremant-Flasche gegriffen, Wolfgang, die du für uns bereitgestellt hast. Wollen wir die einfach mal probieren? Ja, natürlich. Ich öffne mal die Flasche. Kann auch gerne noch ein bisschen was zum Cremant an sich erzählen. Gerne. Was der Unterschied zu Sekt ist. Es gibt zum einen einen weingesetzlichen Unterschied. Mhm. Man hat versucht, zum Sekt nochmal eine Kategorie auf gesetzlich, begrifflich zu erreichen, die sich nochmal abgrenzt. Man hat bei dem Cremant gesagt, okay, es muss Handlese sein, es darf maximal 100 Liter Wein aus 150 Kilo Trauben entstehen. Es sind nur bestimmte Rebsorten zugelassen, die für den Cremant verwendet werden dürfen. Und das Ganze muss dann natürlich auch im klassischen Flaschengärverfahren oder auch Champagner Methode hergestellt werden. Für mich ist aber Cremant vom Griff her, und das geht auch vielen Kollegen so, die ähnliche Produkte herstellen, ist es nicht nur diese gesetzlichen Vorgaben, die jetzt über den Geschmack noch nicht viel aussagen, sondern es ist tatsächlich auch eine Stilistik. Mhm. So wie ich am Anfang das beschrieben habe, man hat einfach nochmal zum klassischen Wintersekt eine andere Stilistik. Und das kann man über den Begriff eigentlich ganz gut abgrenzen. Und dann probieren wir einfach mal gleich und schmecken mal nach, weil wir uns auch gefragt haben, wie kann man eigentlich die Qualität von einem Schaumwein unterscheiden und wie kann ich bei einer Schaumweinverkostung, wie kann ich das denn beschreiben? Geht das denn wie beim Wein? Die Qualität von einem Sekt oder von einem Wein, man kann es rein vom Etikett
nie beurteilen. Mhm. Da sage ich immer, das ist eigentlich auch das Schöne, man kann es probieren. Gerade wenn man zum Erzeuger, zum Weingut kommt, man kann die Produkte probieren und weiß genau, was man kauft. Das finde ich einen riesen Vorteil. Man muss nicht die Katze im Sack kaufen und nicht den Wein im Karton, sondern man kann tatsächlich verkosten, man kann riechen, man kann schmecken, man kann fühlen, man kann spüren. Und weiß dann auch tatsächlich, ist es das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle. Schaumwein oder Sekt verkosten ist ähnlich natürlich dem Wein verkosten. Man öffnet die Flasche und gießt ein ins Glas. Beim Sekt muss man das sehr vorsichtig tun. Es schäumt auf. Deswegen ist es am besten, wenn man das Glas etwas schräg hält und den Einflusswinkel vom Sekt gering zu halten. Wenn man es im freien Fall in das stehende Glas einschenkt, schäumt es sehr auf und man hat schon einen Teil, den man eigentlich beim Sekt haben möchte, nämlich das Mousse, also die Kohlensäure, ja schon einen Teil wieder verloren. Ach, die geht verloren? Klar, was einmal schäumt, schäumt nie mehr, hat mein Professor in der Geisenheimer Universität gesagt. Und da hat er absolut recht. Wenn man einmal viel Schaum im Glas hat, dann ist die Kohlensäure entwichen. Zumindest in diesem Anteil und man hat es nicht mehr im Produkt. Und das will man ja später spüren auf der Zunge. Ja, wenn er dann im Glas ist, hoffentlich auch in der richtigen Temperatur. Was empfiehlt man da? Kommt ein bisschen auf das Produkt drauf an. Insgesamt eher etwas kühler, also 6 bis 9 Grad sollte man schon kühlen. Also das ist so wirklich Kühlschranktemperatur, auch gern in dem kühlsten Fach, also weiter unten stellen. Tendenziell gerade im Sommer würde ich ihn lieber etwas stärker kühlen, weil er wird im Glas ruckzuck, gewinnt er etwas an Temperatur wieder. Wenn es zu kalt ist, merkt man im ersten Moment nicht alle Aromen. Deswegen probiert man ja nicht alles auf einmal mit einem Schluck, sondern hat ja ein bisschen Zeit und dann entwickelt sich das Ganze auch und das ist unheimlich spannend. Mhm. Ja, das erste ist natürlich das Optische. Beim Sekt natürlich sehr auffällig, das Mousse, die Perlen, die ja, vom Glasboden im Prinzip hochsteigen, oben so einen schönen Ring bilden und das ist so der erste optische Eindruck. Natürlich auch die Farbe vom Sekt sollte klar sein, dass alles von der Hefe beim Degauchieren entfernt wurde. Und dann kommt man langsam an das, was man eigentlich die ganze Zeit möchte. Man möchte reinriechen, können wir jetzt auch mal machen. Ja, das ist jetzt ganz typisch beim Cremant. Man hat schon gleich am Anfang so ein bisschen was von einem aufgeschnittenen Apfel. Aber jetzt können wir ja mal den Cremant endlich probieren. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin überrascht über den Cremant, weil er sehr weinig schmeckt. Er hat viel Säure, eine richtige Säurestruktur. Wenn ich jetzt einen Sekt im Glas habe, ist der ja oft, oft auch ein bisschen mehr Restzucker, noch fruchtiger. Aber der, also als Riesling-Fan hat man da Freude dran, glaube ich. Ja, doch, eine gute Perlage, finde ich. Man merkt schon so die bisschen Perlstruktur im Mund, also diese Kohlensäure. Kommt schon schön raus und diesen Brioche-Note finde ich auch deutlicher im Mund. Ja, es wiederholt sich natürlich nochmal die Aromen, die man in der Nase schon hatte. Ja, von der Süße gerade her, wir sind hier, wir haben es vorhin schon angesprochen, jetzt erklären wir es auch im Bereich Dosage Zero. Das bedeutet im Prinzip, das ist das Trockenste, was wir im Sektbereich bekommen können. Die Geschmacksbeschreibungen im Sekt sind unheimlich vielfältig. Man kennt vom Wein trocken, halbtrocken. Danach kommt lieblich, kennt man vielleicht noch, oder süß. Aber beim Sekt gibt es viel mehr Begrifflichkeiten, weil ein trockener Sekt ist nicht das Trockenste, was wir bekommen können. Ein trockener Sekt hat schon eine gewisse Restsüße, die auch schön elegant wirken kann. Aber es gibt noch viele Stufen darunter. Durch das, dass der Sekt mit seiner Kohlensäure grundsätzlich etwas spritziger, etwas trockener, auch etwas säurebetonter wirken kann, ist da die Einteilung der Restsüße tatsächlich deutlich höher. Was ein trockener Sekt ist, ist analytisch gesehen bei einem Wein schon ein lieblicher Wein. Das Dosage Zero ist tatsächlich das Trockenste. Das heißt, wenn die Gärung fertig ist, die Hefe den ganzen Zucker in die Perlen verwandelt hat und die Flasche aufgefüllt wird,
verzichtet man komplett unvergorenen Traubenmost nochmal zuzuführen, um da eine Süße wieder zu erreichen. Oder eine, man kann auch mit einem Wein praktisch als Versanddosage, nennt man das auch, die Süße in der Flasche wieder einstellen. Dosage Zero ist einmal null Süße zugefügt und bei uns Dosage Zero auch null SO2, also gar kein Schwefel zugefügt, was auch nochmal den Charakter dieser Stilistik des Oxidativen unterstützt. Wenn man beim Sekt mit der Geschmacksbeschreibung weitergeht, kommt nach der Dosage Zero Doppelbrüt bzw. Extrabrüt oder auch Brüt Natur. Das sind alles Begriffe, die bei den meisten wahrscheinlich gar nicht bekannt sind. Ist schon so ein bisschen für ja, Schaumwein-Enthusiasten, vielleicht wie ich auch einer bin. Da kennt man die Begrifflichkeiten. Was man schon eher kennt, ist Brüt. Das ist schon verbreiteter. Nach Brüt, noch eine Stufe höher, kommt dann extra trocken. Auch nicht ganz so verbreitet. Ich denke, das bekannteste ist eigentlich trocken. Auch viele Handelssekte und Markensekte, die man im Lebensmitteleinzelhandel bekommt, werden trocken ausgebaut. Sind dadurch natürlich durch die leichte Restsüße etwas gefälliger, etwas zugänglicher. Haben auch einen schönen Einsatzbereiche. Und nach dem Trocknen kommt tatsächlich auch noch halbtrocken und milde Sekte. Was würdest du jetzt gerne zu dem Cremant essen? Zum Cremant tatsächlich passt auch sehr viel aus dem Bereich aus dem Meer. Jetzt nicht nur klassisch Fisch, sondern auch Meeresfrüchte, auch deutlich deftiger. Hört sich jetzt ein bisschen dekadent an, aber ein Hummer passt da sehr gut dazu. Das ist denn St. Martin, ne? Da wird auch schon mal Hummer gegessen. Genau, aber auch ganz klassische Gerichte. Lamm zum Beispiel, Lammfilet, aber auch ein Pfälzer Klassiker, das Saumagen, passt tatsächlich sehr gut dazu. Könntest du dir auch was Vegetarisches darunter vorstellen zum Essen? Man kann sicherlich auch was Vegetarisches dazu kombinieren, mit den entsprechenden Würzen und Kräutern. Im Bereich vom Vegetarischen denke ich schon mit viel Gemüse, so eine Grillpfanne, mit viel Thymian, das passt, denke ich, sehr, sehr gut. Haben wir richtig Lust schon drauf jetzt? Ja, ich habe Hunger. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne. Ja, was wir uns noch gefragt haben, wenn du einen Sektwein nimmst, was ist da der Unterschied zum Grundwein, also der Sektgrundwein gegenüber dem normalen Wein, wenn du jetzt deine Scheurebe ganz normal als Wein machst? Ja, bei der Scheurebe zum Beispiel als, ja, zwar sehr fruchtige Variante, aber vom klassischen Winzersekt, vom Ausbau, von Stilistik, da ist es tatsächlich so, ich möchte sehr viele von den Fruchtaromen aus der Traube ganz primär haben. Das heißt, wenn ich hier mit Oxidation oder auch mit dem ganzen Holzfass arbeite, würden mir diese Aromen durch den Sauerstoffeinfluss verloren gehen. Und deswegen da eher ganz reduktiv, ohne Sauerstoff im Edelstahltank. Auch eine etwas spätere Lese, um etwas mehr Reife, mehr Fülle von der Fruchtaromen zu erhalten. Und dann auch beim Degouchieren eben entsprechend mit einem restsüßen Wein die Süße eingestellt und da auch nochmal ganz dezent, also beim Riesling Brüt zum Beispiel ist die Süße auch sehr dezent einzustellen, beim Scheurebe als trockene Variante, Scheurebsekt, schon etwas mehr, ohne dass die Süße wirklich vordergründig wird, aber die Frucht einfach unterstreicht. So wie ich sehe, gießt du uns hier schon den nächsten Sekt ein. Ja, richtig. Unser Scheurebe-Sekt trocken. Jahrgang 2018. Von der Lage Heiligkreuz. Ja, wir machen Scheurebe schon ein paar Jahre als Sekt auch. Gestartet haben wir das Ganze, weil es die Lieblingsrebsorte meiner Mutter ist, Scheurebe. War ja eine Rebsorte mit einer hohen Bekanntheit früher. Ging dann ja, über die Jahre immer weiter zurück, auch ja, bei uns in der Region. Wir haben die Scheurebe-Fahne immer hochgehalten, weil einfach meine Mutter die Sorte unheimlich mag und wir auch das Potenzial der Scheurebe sehr hoch einschätzen
und haben dann neben unseren ganzen verschiedenen Scheurebe-Weinen auch einen Scheurebe-Sekt gemacht und mit einem ganz tollen Ergebnis. Und dafür gab es ja auch Gold, eine goldene Kammerpreismünze. Ja, tatsächlich, seit wir den Scheurebe-Sekt machen, seit dem Jahrgang 2003, gab es ohne Unterbrechung jedes Jahr. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Erwartungen steigen. Ich würde sagen, zum Wohl, Wolfgang. Robin. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, da hat er aber schon mal ein Bouquet. Hätte ich beim Sekt gar nicht vermutet. So ein bisschen Johannisbeere oder so. Genau. Bärig ein bisschen, ja. Scheurebe nicht auch ein Bouquet Wein? Gehört er nicht zu dieser Familie der riechenden Weine? Genau, man nennt ihn allgemein zur Bouquet-Weinfamilie, Bouquet-Rebsorten. Man hat unheimlich viele Aromen hier. Ich finde, ja, weiße Johannisbeere, man hat so ein bisschen Pfirsich, aber auch so ein bisschen was exotisch-tropisches, so ein bisschen Maracuja, ein bisschen Sternfrucht. Würde ich unterschreiben. Mhm, wow. In diesem, in der Kohlensäure drin gibt es auch nochmal so eine schöne Spritzigkeit. Ja, das macht es auch für den Sommer natürlich als sehr, sehr passendes Produkt. Sie haben die Frucht, sie haben die Frische, dann noch gut gekühlt. Perfekt. Also das ist wirklich ein außergewöhnlicher Sekt. Vielleicht auch für gerade die, die beim Riesling-Sekt nicht so gerne zugreifen, weil er halt doch vielleicht zu viel Säure hat, ne? Und vielleicht zu trocken ist. Wolfgang, total off-topic. Welchen Wein trinkst du denn zurzeit besonders gerne, der nicht von eurem Weingut stammt? Der nicht von unserem Weingut stammt? Trinke tatsächlich immer wieder und auch sehr gerne verschiedene Weine anderer Winzer. Das macht einfach Spaß, das viele probieren. Ist auch eigentlich mit jedem Glas ein bisschen Fortbildung. Und schöne Fortbildung. Ja. Ist so. Ja, tatsächlich. Arbeit darf ja auch ab und zu Spaß machen. Und das auf jeden Fall gehört mit dazu. Fortbildung am Glas. Ja, den absoluten Lieblingswein, den ich immer wieder trinke, gibt es eigentlich fast nicht, weil ich sehr die Vielfalt eben mag. Was mich sehr, sehr begeistert, sind auch Weine, wo ich die Geschichte dahinter kenne. Zum Beispiel von einem Wacklungsbetrieb, wo ich in den USA war. Da kommen immer schöne Erinnerungen zurück und wir besuchen uns gegenseitig. Und wenn die mir was mitbringen, ist das tatsächlich dann ein Wein, den ich regelmäßig auch gerne trinke, der nicht von mir stammt. Weil auch ein Stück Geschichte und Erinnerung dranhängt. Genau. Ja. Hast du noch Ausflugstipps für uns hier in St. Martin? Ja, der Ort an sich ist natürlich ein Besuch wert. Es gibt aber sehr viele kleine und auch große Stellen rund um den um St. Martin. Und gerade im heißen Sommer in den Wald an unseren Stausee kann man einfach schön am Ufer sich eine kühle Flasche Wein aufmachen, den Tag so ausklingen lassen und den Sonnenuntergang beobachten. Dann bleibt mir bloß noch zu fragen, wo findet man euch denn im Internet? Im Internet findet man uns am einfachsten auf unserer Webseite schreieck-wein.de. Dort stellen wir uns, unsere Weine, unser Haus und auch St. Martin ein bisschen vor. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit und den Cremant und den Sekt, den wir probieren durften. Bis bald. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.